In unserem Selbstvorsorgergarten scheint die Sonne im März 2016. Die Bienen schwirren, ihnen ist es warm genug, sie tragen Pollen ein. Aber ich habe festgestellt, in dem Gemüll liegen noch Varroamilben, frisch gefallen. Und zwar nicht zu knapp. Deswegen habe ich mich entschieden, hier jetzt im März noch eine Behandlung mit Milchsäure zu machen. Die Bienen kriegen ein paar Rauchstöße, um sie zu beruhigen. Zuerst kommt der Trenchsheet raus und hier sehe ich schon sehr viel Schwitzwasser. Das ist zu viel. Ich habe den Fehler gemacht, im Winter die Folie drin zu lassen. Da hätte man einfach ein Handtuch reinlegen sollen. Hier sieht man Schimmelproblem. Die Waben kommen natürlich weg, die schneide ich raus, kommen auf den Kompost. Aber es war zum Glück nur die erste Wabe. Hier die zweite, noch eine alte Drohnenwabe, sieht gut aus. Die lege ich auf die Seite. Die werden eingeschmolzen. Hier auch eine Leerwabe, kein Futter drin. Ich habe hier einfach zu viel leere Waben drin. Das kann das Volk nicht auf Temperatur halten. Deswegen nehme ich hier jetzt einige raus. Mal noch ein bisschen Rauch rein. Die Wabe ist auch leer. Die Bienen kehre ich runter. Und weg damit. So, hier sieht schon, die ist wesentlich schwerer. Eine schöne Futterwabe. Das werde ich jetzt so machen. Die ziehe ich mir alle ganz vorne hin, schaue die erstmal alle durch. Hier ist nochmal eine Futterwabe, wieder eine Futterwabe, wunderbar schwer noch, also Hunger leiden sie nicht. Jetzt kontrolliere ich hier schon mal, ob Brut drin ist, also Stifte oder Maden, die Königin schon gelegt hat. Aber bei den Temperaturen ist es sehr wahrscheinlich, dass ich hier nur Brut finde. Auch hier wieder Futtergrenze, es mangelt nicht an Futter. Die Waben sind schön besetzt. Es ist also auch ein relativ starkes Volk, meiner Meinung nach. Hier sehe ich noch keine Brut. Schöne Waben. Oben sieht man den Futterkranz. Auch keine Brut. Man muss schon sehr genau hinschauen, ob man hier Brut findet. Nein. Ein bisschen Rauch. Wieder eine schön besetzte Wabe, oben Futter, unten fertig für Pollen oder für Brut. Ich halte die Wabe so gegen die Sonne, dass das Licht schön in die Waben reingeht. Dann sieht man drinnen diese winzigen Stifte. Aber noch sehe ich nichts.
ich jetzt Brot gesehen. Wunderbar. Sehr schön. Das ist der Beweis. Die Königin ist da. Sie lebt. Sie legt Eier. So, jetzt suche ich mir hier eine schöne Futterwabe aus. Dann nehme ich die hier. Und die hänge ich jetzt an das Brutnest ran. Zuvor reiße ich aber die Deckel auf, dann tragen die Bienen das Futter um. Na, weg mit dir. So, dazu nehme ich einfach hier den Stockmeißel und nehme den verdeckelten Honig hier und reiße den auf. Was am Stockmeißel hängen bleibt, schmiere ich hier zurück. Das holen sich die Bienen. Hier genauso die zweite Seite. Auch hier nichts verschwenden. Das Ganze tunke ich jetzt in einen Eimer mit heißem Wasser. Benetzt das Ganze, dann wird das leicht angewärmt. Die Bienen haben es viel einfacher, den Honig rauszuholen. Das ist jetzt kein Muss, aber die Bienen haben es einfacher. So, die Wabe kommt jetzt ans Brutnest ran, wobei halt die will ich ja vorziehen, genau, weil ich noch behandeln will. Die restlichen Waben schaue ich mir jetzt gar nicht an. Ich weiß, der Königin geht's gut. Deswegen ziehe ich jetzt alle Waben hier in meiner Alpentrogbeute vor und besprühe das Ganze mit 15%iger Milchsäure. Es sieht zwar ein bisschen viel aus, was ich hier drauf sprühe, ist es im Endeffekt aber nicht. Da kommt gar nicht so viel raus aus dem Sprüher. Ich habe gemessen, wie viel Milliliter pro Sprühstoß das sind, und so mit 4 bis 6 Sprühstößen pro Wabenseite komme ich hin, je nachdem wie die Waben besetzt sind. Hier so eine ganz volle Wabe, da kann man ein bisschen mehr drauf geben. Auf eine nur leicht besetzte mache ich nur so 2 Sprühstöße. Die andere Seite natürlich. Milchsäure macht man in einem Winkel von 45 Grad. Damit man nicht direkt in die Waben reinsprüht, sondern nur die Bienen von oben benetzt. So wird die Brut nicht geschädigt. So, jetzt geht es einfach darum, jede einzelne Wabe durchzugehen und zu besprühen. Das war die Futterwabe. Da sind noch keine wirklich viele Bienen drauf. Insgesamt haben wir 7 Völker in unserem Selbstversorgergarten. Liefert uns wunderbaren Honig, jede Menge. So viel, dass wir auch einige Gläser verschenken können an unsere Freunde und Nachbarn. Und wir müssen kaum noch Zucker kaufen. Wir verwenden fast nur noch Honig für alles. Letztes Jahr gab es eine ganze Menge Waldhonig sogar. Ach, herrlich. Hier hänge ich nochmal eine Futterwabe weiter vor, dann müssen die Bienen nicht so weit nach hinten laufen. Besonders wenn es jetzt nochmal kälter wird, dann ziehen die sich ja weiter in eine Traube zusammen und dann sind sie froh, wenn das Futter möglichst nah an der Traube hängt bzw. am Brutnest. So, und die letzte Wabe. Ich hoffe sehr, dass das Volk überlebt mit den Varroa-Milben und der Milchsäurebehandlung jetzt. Ich hoffe, die werden alle gekillt. Ich werde nochmal eine Behandlung machen in etwa 7 bis 10 Tagen.
Und dann wird man sehen, was noch an Milben fällt. Und ich habe die große Hoffnung, dass der Großteil der Milben tot geht und ich das Volk durchkriege. Es wäre wirklich schade drum sonst. Das Volk ist einigermaßen stark. So, die Bienen kehre ich noch nach vorne. Denn der Trendsheet, der schließt es tatsächlich ab. Die Bienen können nicht oben oder unten durchkrabbeln. Das engt die Bienen ein, was natürlich auch für die Temperatur im Bienenstock ganz gut ist. So, wie gesagt, diese Folie hier werde ich demnächst ersetzen durch ein saugfähiges Material, Handtuch oder ein altes Bettlaken oder ähnliches. Das kann die Feuchtigkeit dann besser regulieren. Hinten soll noch ein Schaumstoff rein. Auch das kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Und hoffentlich kriege ich damit dieses starke Kondenswasser in den Griff, beziehungsweise das Schimmelproblem. Ein bisschen Kondenswasser ist immer gut. Davon ernähren sich die Bienen auch, das können die trinken. So, hier mache ich noch die Windel sauber. Dann habe ich eine gute Kontrolle darüber, was fällt an Varroamilben. Nach dem Säubern trockne ich das Ganze noch gut ab. Und rein damit in die Bienenbehausung.